Hallo, ich stelle mich mal vor. Ich bin der Feker und ich feg alles, was mir in den Weg kommt. Sogar dich. Und ich kann sehr gut tanzen. Diese Schritte habe ich aus Black Swan gefegt. Nur dass ich besser bin. Ich bin nicht schwul. Seht mich an, ihr Opfer, ich kann so gut fegen. Weil ich der Feker bin. Logisch, oder? Ja, ich weiß. Keiner ist so gut wie ich, ihr Opfer. Ich habe das hier alles gebaut. Das kann nur ich. Und du nicht. Denn ich bin der Feker. Guckt hier, ich werde eine Frontflip machen. Habt ihr es gesehen? Ja, ich weiß, es sah toll aus. Aber ich bin nicht schwul. Ich stehe auf Frauen und nicht auf Männer. Obwohl Männer sind auch sexy. Oh Scheiße, das habt ihr jetzt nicht gehört. Vergiss es. Und wenn du es nicht tust, werde ich dich ficken. Und das willst du doch nicht, oder? Nein, ich weiß, keiner will das. Verdammt, was kommen da denn für Opfer? Was wollt ihr denn? Da latschen diese Idioten einfach durch mein Bild. Sowas kann nicht angehen. Haut ab los. Sonst werde ich auch ficken. Und dann werdet ihr irgendwo etwas aufnehmen. Und ich werde durch euer Bild laufen. Muhaha, denn werdet ihr ich und ich ihr. Halt, das geht nicht, scheiße, aber egal. Naja, das war's auch fürs Erste. Jetzt zeige ich euch mein Zuhause. Und wo ich schlafen tue. Und das jeden Tag. Da stinkt es zwar nach alten Socken und anderen Sachen, aber egal. Hoppala, scheiße, das ist mir jetzt peinlich. Gehen wir mal weiter. Das reicht jetzt auch erstmal mit dem Filmen. Hast du mich nicht verstanden? Du dumme Eule. Ich hab gesagt, das reicht und tschüss. Sag mal, willst du mich verarschen? Hey, was willst du, du Hodenknecht? Mach ne Mücke, sonst hau ich dich. Nein, nein, ich bin zwar ein Feker. Aber ich mit nicht aggressiv oder brutal. Ihr Spassen da hinten, haltet eure Klappe, sonst betäubt mich euch und schleift euch ins Fekerland. Da werdet ihr so dermaßen gefegt, das glaubt ihr nicht. Das ist mein Freund. Ich liebe ihn, aber ich bin nicht schwul. Das hier ist mein Kühlschrank. Auch wenn er nicht wirklich kühl hält und stinkt, als hätten da drei Lepfanten reingeschissen. Aber egal. Ich bin denn mal weg, tschüss. Oh, guck, da bin ich wieder. Ihr hättet wohl gedacht, dass ich einfach mal so abhau. Aber nein, so einer bin ich nicht. Jetzt werde ich mir was zu essen suchen. Zuerst gucke ich in meinen nicht kühlenden Kühlschrank. Da scheint nichts Leckeres drinne zu sein. Außer altes labbriges Toast. Aber egal. Denn muss ich halt verhungern, auch nicht so schlimm. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich hier raufgekommen bin. Ui, ist das schön, lalalala, oh Scheiße, hoffentlich falle ich hier nicht runter. Passt auf, ich zeige euch, wie ich hier hochgekommen bin. Das ist ganz einfach. Passt auf, ich zeige es euch. So, erst den ersten Fuß. Hobala. Und den zweiten Fuß einhören. Scheiße, verdammt. Ich mache das mit Absicht. Hups, Mist, das ist mir jetzt peinlich. Aua, meine Äpfel. Ach stimmt, ja, da ist ja gar nichts. Verdammt, das habt ihr jetzt nicht gehört. Vergiss es. Ich schaffe das auch ohne Eier. Wartet, warte, warte, so, und jetzt schaffe ich das. Seht ihr, ich habe es so gut wie geschafft. So, und jetzt. Das war's auch für das erste Video. Macht mir bitte gute Kommentare oder abonniert mich. Oder liked mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch alles auf einmal machen, mir egal. Wenn ihr das nicht tut, dann fege ich euch euer ganzes Leben lang. Und das wollt ihr doch nicht. Oder? Nein. Ich weiß, keiner will nachgemacht werden. Beim nächsten Video lernt ihr meinen Zwillingsbruder kennen. Er ist genauso dumm wie ich. Bis zum nächsten Mal, tschüss.